Bullseye. Wir greifen zu unkonventionellen Mitteln. Siegprämie gegen Bremen. Imagine. Okay, Bremen ist auf 50, sind vor uns. Hoch. Ich mag nimmer. Jagt mich nicht. Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schoki. Und ich darf, wir gehen heute entspannt. Ein bisschen Gameplay, ein bisschen Spiele. Naja, ja, ganz entspannt. 5 und 5 im vierten Spieltag ist das solide von Armin Diakos ins Haus ziehen, aber trotzdem ist alles scheiße. Help. Was ist da los? Also, habe ich es mit den Zahlen nicht so, steht da 994 und eine 1 dahinter. Ich verlese mich, oder? Wahrscheinlich soll das eine 499 sein oder so. I don't know. Ah, oh, ja, Aaron Ramsey zum Molde. Boah, können wir bitte. Danke. Das hat sich nicht besser gemacht hier, 21 ganz. Come on. Yeah. Komm mal jetzt. Gott, die A läuft jetzt schon wieder über. Ich müsste meine ersten machen, glaube ich. Hausino nach Hause schicken, Armin Diakos nach Hause schicken. Ha. Yeah. Come on, it's. Come on. Die habe ich auch gleich. Die habe ich auch gleich. Wenn ich mit dem Schädel an Wand geschlagen habe.
Ich will kurz anmerken, dass der Elfmeter von unserem Ex-Stürmer Kevin Schade verursacht wurde. Unser Ex... Na egal. Wir ignorieren das. Yo, Marbeek. Hello. How are you doing? Natürlich look immer again. Yay, Leute, yay, we done it. Über Geld spricht man nicht. Über Geld spricht man nicht. Aber es ist nicht ein Team undefeated, ne? Und? Ausinho, auf der 1. Tom Schneller, gleich eine Erfahrungsstufe, sehr schön. Ja, komm, reden wir nicht. Ja, nee. Einfach noch Salz in die Wunde reiben, ja? Gesundheit. I remember, there's something pleasant about this place. Lucky so unschlagbar? Ah, ist schon gut. Ist schon nicht schlecht, ja. Man hat ja auch schon, was hat er denn für eine Quote für uns? 300 Spiele, war es denn 300. Spiel, Doppelpack, 251 Buden. Und, also er hat sein 300. Spiel und sein 250. Tor im Spiel gemacht. Let's go. Und Nationalmannschaft, 88 Spiele, 40 Tore, aber der spielt OM in der Nationalmannschaft, ne? Der spielt OM in der Nationalmannschaft. Sei auch noch angemerkt. Stürmer der Nationalmannschaft ist El Joker. Im Ruti. Gucken wir bei Inter aktuell. 7 Spiele, 10 Tore. Der Typ ist wild. Klar, kann man jetzt drüber debattieren, als wir den verkauft haben, aber er ist halt schon 28, ne? Wird halt nicht jünger. Wenn wir noch gut Geld für El Mokhouti kassieren wollten, dann war es halt langsam Zeit. Und wir haben halt mit Lang jetzt einen 10er als Backup auch noch. So, Juventus. Gefolgt von Weltmannschaft Arminia Bielefeld. I think you're crazy. Come on. 1-0 gegen Sevilla. Vielleicht können wir auch gegen Juventus 3 holen. Gelbe Karte, Daniel, das gefällt mir nicht. Zweite Minute. Das gefällt mir schon besser. Luca. Gelb, Lautmerk. Oh oh. Mm-mm. Fehlt nur noch Sven. Jermaine auch noch. Ach du Scheiße. Ich würde komplett durchwechseln, aber wir haben nur 2 Verteidiger auf der Bank. Ich kann gar nicht alle gelben Karten auswechseln. Lautenberg geht. Jermaine geht. Die beiden Außenverteidiger müssen halten. Erstmal. Yes! Lucky! Gehen auf die 1. Chelsea gehen auch gegen Sevilla. Und jetzt spielen wir Back-to-Back gegen Chelsea. Das heißt, mit zwei sollten wir 2 Siege gegen Chelsea holen, wären wir als Erster durch.
glaube ich. Weil wir haben jetzt schon 2 Punkte Vorsprung. Wenn wir 2 siegen, können sie uns in den anderen beiden Spielen nicht mehr einholen. Und wir haben vor Juve. Na gut, wenn wir nicht zwingend Erster, theoretisch könnte Juve auf die 2 rücken und noch in Schlagreichweite bleiben. Auch Daniels Erfahrungsstufe 6, ne? Also 5 ist normalerweise schon hoch. 5 ist schon was ich selten sehe. Ich hab's auch schon. Haus Sinn ist, glaube ich, auch schon auf der 6. Crazy. Das ist wirklich crazy. Fitness ist okay. Wir haben auch Länderspielpause vor dem Spiel gegen Leipzig. Wir laufen so auf. Come on. Luca trifft in 2 Spielen in Folge. Wäre definitiv noch ein zweites Tor drin gewesen, ne? Bin mir was sicher. Aber gut. Da ist es. Hausine mit der Nummer 8, Armin Jaks mit Vorlage Nummer 7. Guck mal, hier noch eins. Glanzparade. Moritz Lange mit seinem ersten Ligator, glaube ich. Von der Bank, Vorlage, Stangl, Abfahrt. Osnabrück. Ein bisschen Fehlstart, wa? Uff. Wir gehen auf die 6. Wir kommen langsam in Form, glaube ich. Ich glaube, wir kommen so langsam in Form. Ja, ich will es nicht zu früh sagen, ne? Uns nicht verschreien, aber not so bad. Goethe ist Spiel des Monats in der 2. Hat aber einen Außenbandriss. Super. Das freut mich, ja. Das ist eine gute Kombination, eine super Kombination ist das. Glück verlängert bei den Bayern. Komm, ich will Nationalmannschaftstore sehen jetzt. Komm, Mann. Gute Leistungen bei der Nationalmannschaft. Nambales Mendy trifft mal wieder für Senegal. Das 1-0 gegen Kamerun. So muss das. Sehr, sehr schön. Magui trifft für die Elfenbeinküste. Unentschieden gegen Gabun. Aber U-Nationalmannschaft, glaube ich. Das sind die A. Tom Schnell macht sein erstes Tor für Luxemburg. Schnecker sein 28. für Österreich. Reuter sein 10. für Deutschland. Und Germain macht sein 2. für Deutschland. Aber das Ding ist, er wird halt auch bei Deutschland OM spielen, ne? Muss er ja. Mukoko spielt auch OM. Eieiei. Das ist so MS Schalke auch von uns. Boah, die müssten echt Formation ändern. Die müssten einfach mal die Formation ändern. Das ist so bescheuert. Wer ist ein Trainer? Manager. Geideck. Der war doch in der Bundesliga noch vor kurzem. Glaube ich. Gucken wir gleich mal, wenn ich daran denke. Ah ja, jetzt ist wieder keiner verfügbar für Gespräche, ja. Oh ja, klar. Komisch, dass immer genau die verfügbar sind, mit denen ich sowieso schon ein Gespräch mehr habe. Ganz weird.
nicht, ob das wirklich dummer Zufall ist oder woran es liegt. Michael Teufel. Ich glaube, muss die echt schon fast jetzt schon wieder ausmisten, ne? Das ist ja wild, dass die jetzt schon wieder überläuft. Keine Vertragsverhandlung. Nach Hause telefonieren. Jan Lukas Duro. Nee. Okay. Nee. Och. Ja. Oder? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Unsere Anforderungen sind in der Höhe. So, was wollte ich? Ein Trainer-Karussell quasi. Oha, einfach tiefe Krise von, weiß ich nicht. Dortmund, Leverkusen und Gladbach. Krass. In der Liga nun Christian Keller. Freddy Bobic ist neuer Trainer bei Nürnberg? Ja, krass. Freddy Bobic unter Dieter Hecking. Das können wir natürlich geilig schlecht nachgucken, aber. Boah, wie heißen. Oh, nee, das ist nach Nachnamen sortiert, ne? Okay, der wurde nicht recently ausgewechselt zumindest. Aber der war erst, glaube ich. Ansonsten. Zanetti wurde bei Stade Rennes von Will Still. Der war bei Dortmund, oder? Ja. Ersetzt. Ansonsten Marco Materazzi. Ersetzt Thorsten Liebeknecht bei Girondins de Bordeaux. Christian Keller ist der von Freddy Bobic. Antonio Gilardino ist Trainer bei Salernitana. Freddy Ljungberg. Urawa Red Diamonds. Giovanna Elber ist bei Swindon Town rausgeflogen. Oh no. Dahoud war bei Schermbeck. Liebeknecht wurde nur bei Braunschweig und Darmstadt glücklich. War der da gerade irgendwo? Hab ich ihn übersehen? Ah, ja, stimmt. Ja, Materazzi, stimmt. Oh Gott, scheiß Alzheimer. Holy shit. I'm sorry. Oh, dafür ist Giovanni Elbez bei Inter Miami. Hat direkt den nächsten Fall gefunden. Zimmerhähne. No, no. Ist das der Carrasco? Nee. Der ist in Karoski, der heißt anders. Nein, logisch heißt er anders, wenn es nicht der ist. Levin Öztunali. Hier bei denen, ne? Das würde jetzt dauern, bis ich schaffe, den Verein auszusprechen. Deshalb habe ich es sein gelassen. I'm sorry. Okoronkwo. Ist das der Okoronkwo? Weiß ich nicht. Portsmouth. Leipzig, come on. Leipzig wäre wichtig. Alles ist wichtig. Alle Punkte sind wichtig. Wir wollen Meister werden. Jetzt ist das Ziel einfach nur noch Meister werden, ne? Egal wie. Haben wir schon 2 Niederlagen kassiert. Oder waren es 2? Doch, waren 2, glaube ich, ne? Bremen dann, glaube ich, auch. Auf jeden Fall da, wo Ottiger Spieler, ja, unser Stürmer, hat uns ja reingeschallert. Rautenberg mit seinem 3. Tor. Hausino macht 2, Amendiakos fliegt vom Platz, aber ist ne, 60 Spiele, 42 Tore. Oder 59, wenn man es genau nimmt. Aber ja, absolute Maschine für Griechenland. Und auch für uns natürlich. Muss man ja einfach mal so stehen lassen. Couldn't card it as a poor man stealing. You remind me.
So, Alessandro Festa. Sag mal. Fällt mir jetzt das auf. Ist das ein Regen? Ist das ein Regen auf Wish bestellt? Italienischer Innenverteidiger Alessandro Festa? Das ist doch ein schlechter Witz, oder? Ist mir gar nicht aufgefallen. Eieiei. Alessandro Festa. Das ist so, als wäre er nicht lizenziert. Ah, wir können ihn nicht Alessandro Nesta nennen. Lasst uns einfach einen Buchstaben ändern. Lizenzumgehung leicht gemacht. Eieiei. Ja, du kannst die Hausaufgaben abschreiben, aber ändere sie ein bisschen, damit es nicht auffällt. Aha. Wow. So, wir haben 3 Siege on the bounce. Geht die Serie gegen Leipzig weiter? Nee, Hausine spielt. Wir haben Chelsea und. Nee, Hausine spielt. Come on. Ich weiß, es ist müde, aber. Wir brauchen ihn. Yes! Jawohl. Ach komm. Digga. Kann ich. Nee, kann ich hier nicht irgendwo? Das ist schon wieder unser Stürmer. Das. Auch der ist verliehen. Komm mal, Mendiakos. Glanzparade Atubolu, Ex-Keeper von. Zweite Halbzeit, komm mal. Wir führen. Also schon mal. Das ist doch okay. Können uns nicht über einen Sieg aufregen. Über eine Führung aufregen, ne? Also können wir schon. Ich glaube gar nicht, was er alles kann. Wieso können wir nicht aufwärmen? Also weil wir bei Gegner sind. Huch. Armeniakos. Come on. Pfosten Hausinho. Ich habe einfach auf den Last-Minute-Ausgleich gewartet von Bangerham. Ich habe einfach darauf gewartet. Haben die mehr Ex-Spieler von uns? Oder Zakalis von uns? Ricardo Morris wäre auch noch von uns. Bangerham ist von uns. Atubolo war früher bei uns. Alter. Das Spiel macht mich noch kaputt. So, bevor wir gegen Chelsea dann reingehen. Ganz kurze Pipi-Pause und ich hole mal kurz ein Glas, weil ich Durst habe und zu wenig trinke. Und irgendwie mit Gläsern mehr trinke. I don't know. Weird thing. Vielleicht ist das ein Lifehack, ich weiß auch nicht. Bäm, 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 bäm. Hallöchen. Will Nishon. So, 4 Wins on the Bounce. Mal gucken, ob wir das noch durchziehen können. Chelsea
Wird es mir nicht leicht machen, da bin ich mir sicher. Aber sollten wir 6 Punkte gegen Chelsea holen können, sind wir quasi durch. Also sind wir durch die Gruppe, vielleicht sogar als Erster. Kommt drauf an, wie Juventus gegen Sevilla spielt. Wenn Juventus gegen Sevilla zweimal gewinnt, dann noch nicht. Ich glaube, einmal Punkte liegen lassen, dann reicht sogar. Sind es beide über 100.000. Ah ja, Bewerbung internationales Finalspiel, genau. Das wäre auch noch was, ne? Ein internationales Finale wäre auch noch was, was auf der Bucketlist steht. Aber das kriegen wir einfach nicht hin. Kriegen wir einfach nicht hin. Da ist uns das Glück einfach nicht hold. Otto fehlt gelb gesperrt nach 2 Spielen. Perfekt. Perfekt, Otto. Ich bin so stolz auf dich, dass du dir auf die Reihe gebracht hast, nach 2 Spielen gelb gesperrt zu sein. Wie geht denn das? Ja, wahrscheinlich, indem man in beiden Spielen gelb kassiert, I guess. Aber, ne? Mann. Ist man wirklich schon nach 2 Gelben in der Champions League gelb gesperrt? Kann doch nicht sein. Aber wir hatten nur 2 Spiele, anders funktioniert es ja nicht. Außer, nee, aber du kannst ja nicht länger als 2 Spiele, du kannst ja nicht länger als 1 Spiel gelb gesperrt sein, ne? Kommt da auch noch dazu, weil sonst hätte es natürlich auch noch aus dem letzten Jahr sein können. Aber, ich weiß, dass wir die Spielgespräche zu früh machen, aber ist egal. Das wäre nur ein Spiel. Gelbsperren sind ja grundsätzlich nur ein Spiel. I don't know. So, jetzt werden wir ein bisschen schon müssen. Reuterhahn bleibt auf jeden Fall zu Hause. Wir lassen Helge Schneider direkt spielen. Rautenberg ist ja mit Spinnrad. Und wir starten mit Lange. Und wir starten mit Stange. Lass auch Schnecker zu Hause. Für Günzel. So. So nicht anders. Gegen Chelsea. Geschwächt, aber motiviert. Come on. Amidakis verschießt einen Elfer. Das ist halt kein Jorginho. Das ist halt kein Jorginho, wa? Zumindest was Elfer und Freischüsse angeht. Tore hat er dafür grundsätzlich die letzten Jahre mehr geschossen. Aber es liegt ein Tor für uns in die Luft. In die Luft. Es liegt ein Tor in die Luft. 1-0 Moritz Lange. Yes. Das ist das Champions League Tor für den jungen Mann. Oh, ist das das zweite? Aminakos. Amendiakos. Wir spielen so weiter. Ich bin zufrieden. Gelb für Jermaine. Forsten für Moleiro. Glasparade. Der neue Keeper übrigens von Chelsea, ne? Die haben ja auch noch Luca Philipp, glaube ich, von Wolfsburg im Tor. Aber der müsste jetzt auf die Bank gewandert sein, weil die halt Bayern von, weiß ich nicht, wem gekauft haben. Luca verletzt, ein bisschen schade, aber 3 Punkte gegen Chelsea. Und Juventus holt 3 Punkte. Wollte schon sagen, lästigen. Wenn Juventus gegen Sevilla im Rückspiel liegen lässt und wir gegen Chelsea gewinnen, sind wir als Erster durch. No questions asked. Luca ist schon wieder da. Super. Super. So, gegen Hoffenheim gehen wir wieder voll rein, ne? Yes. Haben auch Luckenwalde, aber auch gegen Luckenwalde können wir dann notfalls ein bisschen schonen, glaube ich. Ist nicht die erste Runde, also ist schon mal das Spiel gegen einen nominell schwächeren Verein schon mal nicht so gefährlich wie halt in der ersten Runde. Viele Gespräche haben wir gemacht, die Jugendmannschaft haben wir auch gerade geguckt. Jugend-Scouts können wir noch machen. Laufen für den Marathon, wobei der nächste sowieso erst im März ist. Und damit ab gegen Hoffenheim. Come on. Hoffenheim auf der 2 wie auf der 4. 1-0. Jorginho. Yes. Tor Nummer 10 im 8. Spiel. Jorginho möchte einen neuen Torrekord aufstellen. Er hat die 34 selbst noch nicht geknackt. Amidiakos hat es bereits auf jeden Fall zweimal. Ich glaube nur zweimal, weil er das... Ich glaube, er hat 34, 32, 36 über die letzten 3 Jahre. Das heißt, er hat die letzten 3 Jahre, wenn das richtig ist,
102 Tore gemacht in der Bundesliga. Crazy. Können wir mal gucken. Ich glaube, so war es. 37, Entschuldigung, 103 dann. Nee, der hat die 24 dazwischen, der 34 davor gehabt. Okay, never mind. Aber ja, hat die 34 zweimal geknackt. Hausino hatte nur 33, das eine Jahr. Das war Hausinos torreichstes Jahr. So, wir sind in der Halbzeit, ne? Stange runter. Otto runter. Das ist nur Kakir spielen, der wollte Kurzeinsätze. Soll er kriegen. So motiviert sind wir jetzt gegen Hoffenheim, dass wir den Keeper auswechseln. Das wird so nach hinten losgehen. Geld für Reuter Hahn. Yes! Moritz Lange, es ist von Jermaine. Let's go. Come on! Doppelpack Moritz Lange, doppelte Vorlage von Jermaine, 70. 71. Könnte das tun? In seinem zweiten Bundesligaspiel, glaube ich. Nee. Schafft er nicht ganz. Wir gehen auf die 3. Hausino auf der 1 der Torschützenliste. Jemals erreicht eine neue Verwaltungsschule. Vielleicht will er es verlängern? Weiß ich nicht. Band war doch gerissen. Bei wem? Okay. Auch da interessiert es nicht ganz so sehr. Ist keiner der ersten Mannschaft. Ah. Let's go. Sehr schön. John Jones möchte noch nicht. Schade. Rühl auch nicht. Verstehe ich gar nicht. Rühl spielt ja. Aber gut. Jones hat 2 Spiele gemacht. Immerhin. Guck mal, den kriegen wir schon auch noch weich die Saison. That's not my name. Yilmaz verlängert, sehr schön. So, Luckenwalde. Da wird man jetzt ein bisschen. Wir gehen risky, wir gehen jetzt mit der kompletten zweiten Garde rein. Kiel, Iroglu. Stange, Spinnrad, Hornberger, Schäflein, Squadrone. Schneider, Günzel, Schinga, Lange. Ist das risky? Vielleicht, ja. Gut möglich. Machen wir es trotzdem. Ja. Ja. Was wird? That's not my name. So, wir müssen hier mal aus. Das wird mir zu unübersichtlich. LV haben wir hier. Haben wir einen RV? Nee. Er macht nichts. Dann kommen wir auf die Bank. Das ist noch ein LV. Ach, stimmt, wir haben ja so viele LVs, ne? Total bescheuert. ZM, ZM, RM, HS. So. 45. Definitiv zu wenig. 50. Same. 52. Unschwache Nerven. Wahrscheinlich auch. Wird nicht reichen. 53 wird nicht reichen. Der Rest könnte reichen. Rondon reicht ziemlich safe. Nächste Saison. Also was ist, reicht ziemlich safe? Der hat schon 70, ne? Den könnten wir auch jetzt noch hochholen und verleihen. Im Winter theoretisch. Wäre auch eine Möglichkeit. Hier das Gleiche. Alles, was nicht auf seiner Stammposition spielt, kommt mal raus. Yes. 43, das wird nicht gut genug werden. Mit 44 hoch ist auch nicht gut genug. Mit 46 hoch wird nicht genug. Habe ich Welch schon raus? Ich glaube, jetzt habe ich Welch auch mit eliminiert, aber ja. War sowieso verletzungsanfällig. 49 wird eng, aber könnte das noch schaffen. Ne? Müssen wir warten. Haben immerhin 8 und 9 Sterne.
Nagler mit 71 definitiv gut genug. Der wird definitiv gut genug. Aber auch wieder ein Schimmer. Aber ist halt auch ein Nagler, ne? Natürlich ist das Schimmer. So. Einmal unfaire Gehälter. Wer denn? Aristui gegenüber Schnecker. Weil Schnecker 17 bekommt Aristui eine 8,5. Aristui haben wir aber erst verlängert. Das heißt, wir können Aristui definitiv nicht verlängern. Können wir Gehalt erhöhen mittlerweile? Ne, können wir immer noch nicht. Dann muss er damit leben. Wenn, dann könnte man maximal Schneckerl verlängern. Könnte man sogar. Dann müssen wir ihn runtersetzen. Oh, können wir Amendiakos auch schon wieder verlängern? Nee. Pausinho? Nee. Warte mal. Wer läuft denn überhaupt als nächstes aus? In der ersten. Wir können nur die verlängern, die 37 auslaufen. Reuterhahn dabei. Rautenberg, Schneckerl. Das wären jetzt so die drei wichtigen. Kiel ist jetzt ja das wenigste Geld von allen bekommen. Möchte aber aktuell nicht verlängern. Ja gut, wegen dem, ne? Hier, weil wir hier Dingsi verkauft haben, ne? Elmo Huti, glaube ich, war es. Oder? Was Elmo Huti? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war Elmo Huti. Bin mir nicht sicher. Come on. Lange. Lange nicht so einen guten Schimmer gehabt. I'm sorry. Come on. Do it. Pflichtspiel-Hattrick. In seinem ersten DFB-Pokalspiel ever. Glaube ich. Vielleicht haben wir ihn mal hochgeholt von dem DFB-Pokalspiel. Bin mir nicht sicher. Schade. Schade. Oh, was? Das Stadion ist ausverkauft bei 3000. Stadionauslastung. Da können wir mal gucken. Hab ich ganz vergessen. Das wollte ich mal gucken, wie die jetzt aussieht. So why do you stay with you? Hey, must be the money. Und wir haben nicht den Dauerkartenpreis angepasst, ne? Vielleicht auch noch machen können. So, wer ist dann Bundesligisten draußen jetzt? Leverkusen. Osnabrück. Eintracht. Hannover? Yes. Mainz? Lautern? Yes. Ich glaube sogar Bremen? Ja doch, weil wir gegen Bremen verloren haben. Maybe Köln? Ne, Köln ist runter. 7. 7 an der Zahl. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Not bad. Na gut, dafür ist es halt den ersten keine raus, ne? Auerbach würde ich nehmen. Klarholz. Wobei das wieder gegen einen Stürmer von uns ist, vielleicht gar nicht so gut. Oder gegen einen Spieler von uns. Ich weiß nicht, ob es ein Stürmer war, den wir so Klarholz haben. Dortmund gegen Hertha. Auerbach, nehme ich. Weiß nicht, wo die herkommen, aber nehme ich. Fortuna Düsseldorf. Klarholz nehme ich trotzdem. 60, uff. Boah, jetzt ist nur Bielefeld und Nürnberg, ne? Der Rest ist tough. Und Stuttgart vielleicht. Bielefeld, Nürnberg, Stuttgart sind die leichtesten, die noch dabei sind jetzt. Bielefeld, Nürnberg. Hm. Da sind wir. Gegen. Gegen Bayern. Uff. Uff, uff, uff. Apropos gegen Bayern. Wir haben sie diese Saison schon einmal besiegt. Wollte ich nur mal angemerkt haben, ne? Einmal haben wir sie bereits geschlagen. Hey, must be the money. Drei neue Siebener. Nein, nein. Böttler können wir erstmal behalten. Von mir aus. Mal gucken, wo das hingeht mit Böttler. Ich befürchte wahrscheinlich, wird so oder so irgendwann ausgemistet werden. Aber we try.
We try. So, gegen die Beine gehen wir jetzt voll rein. Aber so anders in die Vollen. Aber erstmal gucken wir die Stadionauslastung. Und nach Bayern erfahren wir das internationale Finalstadion. Wo sind das bei Tickets? Kartenverkauf. Ja. Gar nicht so bad, ne? Das ist schon ein Meme, aber Leipzig einfach mit das schlecht besuchteste Spiel. Ha, kannst du dir nicht ausdenken. Irgendwas ausverkauft? Bayern. Oh, ein Topspiel draus. Stuttgart. Ist das in Stuttgart? Ach so, ist es gar nicht. Nicht mal Juventus ist voll. 120, krass. Crazy. Aber nicht so schlecht. Ein Zuschauerschnitt 97.000, ja, ist okay. Fanbasis, da hoffe ich, naja, gut, da arbeiten wir uns halt so langsam. Aber sicher hoch, ne? Das ist halt wild, eine 9 Milliarden. Damn, Bro. Guck mal, in der Allianz Arena. Im Pokal sind wir sogar zu Hause. Schneckerl. Let's go. Oh, Glanzparade. Ausgleich. Nasrullah. Warum frage ich überhaupt? Guck mal, Leute. Wir haben 3 Punkte und gegen die Bayern. Reuterhahn, der andere ZM, Vorlage Hausinho. Komm, diesmal kein Ausgleich mehr. Wir halten den Kasten den Rest des Spiels über sauber. Do it. Ist cool. Cool. Danke, Daniel. Danke für nix. Wir gehen wieder auf die 5. Hi. Na, Thomas. Willkommen in der Bundesliga. Hoffen wir mal, dass es hier besser läuft, wa? Entschuldigung. Ein Sieg gegen Chelsea wäre gut. Am besten lässt die Juventus auch noch gegen Sevilla liegen. Unentschieden reicht. Müssen gar nicht verlieren. Also wäre das Best-Case-Ergebnis. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal gegen Chelsea auch gewinnen. Aber dazu kriegen wir erstmal das Finalspiel in der nächstjährigen Champions League. Come on! Wie kriegt man so einen Finalstadion? Wie geht das? Mit wem muss man schlafen? Ich frage für einen Freund. Ein wunderschön, Markus, ein wunderschön. So, es gibt doch hier Finalstadien, oder? Hat PSG nicht schon mehr als einmal das Finalstadion gehabt? Das gibt ja internationale Endspiele. Mainz, England, was ist denn England?
Weiß ich nicht. Ja, PSG hatte 24, 25 da schon. Real hat schon zweimal. Wo sind wir? Hallo? PSG hat sogar Euroleague auch schon zwischendurch. Ich hab beinahe zweimal die... Hallo? Ja. Ja, das ist Mobbing. Aber auf allerhöchstem Niveau. Auf Champions League Niveau. Ja, ich habe es ein bisschen im Schnelldurchlauf geguckt, aber ich habe bittere Sachen gesehen. Also, ne? Wie hat Devs gesagt, lass uns jetzt nicht aufs letzte Spiel gucken. Die Saison an sich war gut, das Projekt war, ne? Ja. Ja, aber du willst ja auch sonst machen, ne? Also, na gut, du könntest jetzt sagen, das lässt dich nicht auf dir sitzen, ne? Aber... Ich bin auch kurz davor, jetzt einfach mal bis zum 30.06. durchzusimulieren, ne? Digga, ich stehe auf meiner Decke und das geht mir gerade unleer auf den Piss, weil ich nicht genervt bin. Also gar nicht. Mann! Gelbrot Luca, nicht Luca, schon wieder Daniel! Nee, nicht Daniel. Otto auch nur mit der Gelbrot. Eigentum Gelb. Wollte ich gerade den Geschwärtenspiel auswechseln? Ja, vielleicht. Ach, verpisst euch alle. Meine Saison läuft super. Könnte nicht besser sein. Juve wird nicht liegen lassen. Zweite Runde DFB-Pokal, zweite Liga. Also zweite in der Liga. Finale in der CL-Finale. Bitte. Otto Gelbrot und Eigentor, Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Boah. Also wir sind noch in allen Wettbewerben dabei. Wir könnten theoretisch die 6 Wettbewerbe holen. Die Invincible Season ist durch. So viel vorneweg. Weil... Im ersten Spieltag haben wir schon die perfekte versaut, weil wir gegen Schalke nur 1-1 gespielt haben. Und dann verlieren wir am dritten Spieltag wieder gegen Fickfuck Kaiserslautern. Wieder gegen... Und wer schießt 2 von 3 Buden? Entschuldigung, ich muss mich jetzt schon wieder auflegen. Wer schießt 2 von 3 Buden? Stefan Ortiger. Und... Gegen Bremen haben wir auch verloren. Und, ach, keine Ahnung. Ist alles bescheuert. Ja, man kann sich auch, man kann, na, ja, ne? Natürlich kann ich es mal einfach machen. Ich kann ja auch leer kaufen alle, aber... Es ist Kaiserslautern, Mann. Und Ortiger ist nicht mal so krass. Wenigstens eine gute Mannschaft, keine Ahnung, Leipzig, Dortmund oder so. Leipzig ist nicht mal mehr gut bei mir, aber keine Ahnung. Irgendwas Gutes. Nicht Kaiserslautern. Ha, zum Glück rege ich mich über sowas nicht auf. Zum Glück sind wir die Ruhe in Person. Aber ja, Chelsea war die erste Niederlage in der Champions League. Wir hätten Juve gegen Sevilla liegen lassen und wir gegen Chelsea gewonnen, wären wir schon fix Erste gewesen. Also auch die Niederlage jetzt in der Champions League tut uns grundsätzlich nicht weh, aber trotzdem ist es halt einfach nervig. Quasi. So, dafür muss jetzt Eintracht Frankfurt bluten. So, Luca hat auch dauerschlechte Form. Ganz ehrlich, Luca, das ist eine scheiß Saison. I'm sorry, aber Mann. Quasi. Also ich könnte in den Tisch beißen, also ist jetzt nicht so, dass ich dazu nicht in der Lage wäre, ne? Aber der arme Tisch kann ja auch nichts dafür. Ich kann auch nichts dafür, muss leiden, aber Luca eine gelbe. Oh, Luca, bitte.
come on. Hausino, Tor Nummer 11. Eher das Vorlagenjahr des Armeniakus übrigens. Es scheint, als werden dieses Jahr die Plätze gewechselt. Hausino möchte die 34 Tore selbst auch nochmal knacken. Sechs Schüsse bisher. Uff. Reuter, Tor Nummer 4. Let's go. Let's go. Und wir haben Bayern in der dritten Runde im Pokal übrigens. Was es auch nicht unbedingt besser macht. Das auch nur so am Rande. Aber wir haben die Supercups gewonnen. Das heißt, wir sind noch on course für die sechs Wettbewerbe. Also es ist jetzt wirklich, das Ziel ist jetzt, die sechs Wettbewerbe zu holen und vielleicht nächstes Jahr die Invincible Season ranzuhängen. Das wäre jetzt die Hoffnung. Aber das ist schon sehr optimistisch, so wie es zurzeit läuft. Aber was ich vielleicht anmerken möchte, ich kann mich noch an eine andere Saison erinnern, die irgendwie sehr, sehr frustrierend war und mir sehr auf den Sack gegangen ist. Das war die Saison, in der wir unterm Strich die fünf Wettbewerbe plus das Champions League Finale hatten, ne? Das war die Saison, in der wir, glaube ich, gegen Tottenham im Champions League Finale verloren haben und damit die sechs Wettbewerbe Saison knapp verfehlt haben. Das war schon die andere, die super scheiße lief, ne? Ausino macht sein 43. Tor für die deutsche Nationalmannschaft, Armin Diakos macht sein 43. für die Griechen, aber 31 Spiele weniger. Moritz Lange macht im dritten Spiel einen Doppelpack für Deutschland. Who the fuck is Angelos Charisteas? Möchte ich damit nur in den Raum werfen. Also ich hätte in einem Ares Thessaloniki Safe nie einen Stürmer des Kalibers Armeniakos bekommen können. Okay, damit reicht es dann auch schon wieder mit dem Lob, ne? Ist aber gut. Dass der Markus noch abhebt jetzt. Was war jetzt das nächste? Warte, Markus, hattest du irgendwas das nächste Projekt im Stream gesagt, ne? Oh Gott, was war das denn? Ich bin gerade am Überlegen. Hattest du nicht sogar gesagt, was du das nächste machen wolltest? Irgendwas, was du schon lange nicht mehr gemacht hast, aber was war denn das? Weiß es nicht mehr. Ah, Eroglu. I hope you find a way. Schalten wir mal zum letzten Gespräch. Ja, super. For you to bring a fairy tale my way. Dortmund, jetzt wird halt auch nochmal heftig. Befürchte ich. Können wir jetzt mal gute Leistung in der Nationalmannschaft. Hausino nochmal mit zwei Buden. Armin Diakos mit vier. Pass auf. Armin Diakos vier Tore für die Nationalmannschaft. Watch it. Achso, die spielen in Frankreich. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Huch. Gegen Frankreich vielleicht ein bisschen ambitioniert gewesen.
Wobei sie vielleicht mit Upamecano spielen, ne? Also dann wäre es vielleicht doch nicht so ambitioniert gewesen. Na gut. Konnte ja keiner wissen. Schöne. Wie heißt denn das? Ach, keine Ahnung. Ich kann kein Französisch mehr. Schönes Paar. Ich weiß nicht, was mit Ria auch. Ria heißt nie, glaube ich, ne? Also ne Verb Ria heißt, glaube ich, nie. Und ne Verb Pa heißt nicht. Na, egal. Aber ja, wir nehmen schönes Paar. Letztendlich unterstreicht das den Fakt, dass ich kein Französisch mehr kann. Oh. Es geht los. Eroglu verdrängt Daniel. Uff. Das war natürlich schon mit der Aussprache hapert. Das geht mir schon im Deutschen so. Ah. Manch einer würde sagen, ich kann besser Englisch als Deutsch, aber. Na gut, ich wollte schon sagen, so weit wollen wir nicht gehen, aber. Das ist gar nicht so unrealistisch tatsächlich. Was ist denn hier los? Ja, stimmt. Tuchel zu Dortmund haben wir vorhin gesehen. Stefan Carlsen vom Dach geht zu Kaiserslautern. Kyung Song zu Stuttgart, ein alter Hase. Und Robin Olsen zu Augsburg. Ja. Huch, zum Glück ist Sven nicht da, zu Osnabrück. Die Qualität im Kader ist heftig, wild, ne? Richtig wild. Und Günzel. Wobei Günzel, Hornberger spielen halt ein bisschen, aber das sind zwei Achter hier, ne? Die hätten unendlich Potenzial. Die können auch easy auf 90 gehen, wenn die regelmäßig spielen würden. Habe ich gar kein Bedenken, dass die auf 90 gehen könnten, wären sie Stammspieler. Aber das hier ist halt, ne? Hausino hatte letztens übrigens in seinem 300. Spiel auch seine 250-Tore-Marke geknackt, ne? Amendiakos fehlt noch 14 Spiele dafür und 30 Tore.